Ein Brief vom Jugendamt. Die wollen übermorgen vorbeikommen, sich unsere Wohnverhältnisse ansehen und sich davon überzeugen, ob sich ein Kind hier auch wohlfühlen kann. Das hatten Sie uns ja in dem Gespräch schon gesagt. Was, übermorgen schon? Das ist doch toll, wenn es so schnell geht. Stell dir vor, bald läuft so ein kleines Kind durchs Haus. Wir müssen die Steckdosenkinder sicher machen. Erstmal wird geheiratet. Steckdosen. Mir sind übrigens noch ein paar Leute eingefallen, die wir einladen sollten. Das waren gestern schon 43. Ja, ich weiß. Wenn es nach dir gehen sollte, würden wir ganz unter uns bleiben. Rebecca! Ja? Du musst nach der Schule dein Zimmer aufräumen. Die Frau vom Jugendamt kommt vorbei. Wegen der Adoption? Ja, weswegen denn sonst? Komm, frühstücken! Geht nicht, ich bin spät dran. Lars wartet draußen. Ich hol den Jungen mal rein. Leg doch noch ein Gedeck auf. Komm noch rein. Der Weg ist gleich fertig. Morgen. Willst du was frühstücken? Toll. Ihr seid ja neuerdings überpünktlich. Guten Morgen. Naja, Rebecca und ich, wir gehen vor der ersten Stunde immer noch mal die Hausaufgaben durch. Ah, dann haben wir es dir zu verdanken, dass wir in der letzten Zeit gar keine Klagen gehört haben. Wir helfen uns. Sie mir in Deutsch und ich in Mathe. Ja, das passt ja. Ja, aber nur lernen ist ja auch langweilig. Was macht ihr denn sonst noch so? Sich bloß nicht ausfragen. Nein? Was ist mit Frühstück? Wir haben keine Zeit. Was war das denn? Ein Kuss? Ja, das habe ich gesehen. Wer ist dir lieber, sie macht's heimlich. Ist doch ein schüchterner Junge. Das können wir bei der nächsten Sitzung besprechen, Herr Oberbürgermeister. Ja, wieder. Tierknast, Zoo, was soll das? Wir protestieren gegen die Haltung von Tieren in Gefangenschaft. Im Zoo werden keine Tiere gefangen gehalten, sondern artgerecht betreut. Sie glauben auch jedes Märchen, hm? Zufälligerweise bin ich hier der Direktor. Ach was. Hey! Hey! Das ist der Zoodirektor! Ach, ja. Wurden Sie schon mal artgerecht betreut? Ja, Tiere brauchen immer so ein. Ihr wisst ja gar nicht, wovon ihr redet. Und jetzt hört sofort mit dem Unfug auf und verschwindet. Oder ich hole die Polizei. Wir haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und ich habe hier das Hausrecht. Was ist denn hier los? Schon gut, Frau Sommer. Freiheit für die Tiere, Mann. Die Tiere müssen raus. Ja, kommen Sie, Frau Sommer, das hat keinen Sinn. Guten Morgen, Frau Wittig. Guten Morgen, Dr. Firmen. Vom Hauptportal verteilen ein paar karoten Flugblätter und belästigen unsere Besucher. Rufen Sie doch bitte die Polizei. Tierknast Zoo wird sofort erledigt. Sie steht den ganzen Tag nur rum und rührt sich nicht. Wir konnten sie gerade mal rauslocken, damit sie nicht ständig im Stall ist. Na, auch wenn ihr das Bein wehtut, sie muss sich bewegen. Sonst wird es einfach nicht besser. Wie sieht's mit dem Gewicht aus? Ich glaube, sie hat ein bisschen abgenommen. Das kontrollieren wir am besten gleich mal. Okay, dann bereiten wir mal das Wiegen vor. Komm, Lütz. Irgendwie sieht sie unglücklich aus. Sagen Sie, haben Sie eigentlich die Aktion am Haupteingang mitbekommen? Ich habe gehört, dass es eine Auseinandersetzung mit Dr. Firmann gab, ja? Die selbsternannten Tierschützer glauben, die müssen die ganze Welt retten. Das sind eben junge Leute. Ist doch gut, dass sie eine eigene Meinung haben. Besser als gar keine. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich habe nicht gesagt, dass ich deren Ansicht bin. Ja, komm, komm. Noch ein Stück vorwärts. So ist schön. Vorwärts. Und schon bleib hier. Vorwärts. So ist brav. Und ablesen bitte. 3450 Kilo. Na, viel hat sie nicht abgenommen. Tja, gerade mal 40 Kilo. Wir müssen mindestens noch 300 Kilo runter. Du machst mir Kummer, hörst du? Wir sollten uns ihr Bein ansehen. So, Don Chung. Und zurück. Komm. Und zurück. Ganz langsam zurück, Don Chung. Ja, perfekt. Zurück. Zurück, Don Chung. So ist brav.
Entzündung klingt nicht ab. Es ist immer noch warm und geschwollen. Was machen wir jetzt? Das Gewebe ist nicht richtig durchblutet und auch nicht mit Sauerstoff ausreichend versorgt. Deswegen wirken die Medikamente nicht so, wie ich das erhofft hatte. Wir nehmen noch mal eine weitere Probe. Bewegung wäre das Einzige, was ihr wirklich helfen könnte. Aber das mag sie nicht, weil es ihr wehtut und weil sie zu schwer ist. Aber sie nimmt nicht ab, weil sie sich nicht bewegt. Tja, wo ist das mit älteren Damen? Schicken Sie die Probe gleich ins Labor. Vielleicht finden wir ja doch noch ein spezifisches Mittel, mit dem wir dem Erreger beikommen können. Wenn wir die Entzündung nicht eindämmen können... Geht sie uns ein. So schnell geben wir nicht auf, ne? Also nochmals vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Das war selbstverständlich, Herr Dr. Fehrmann. Dr. Fehrmann? Was ist denn hier los? Ich hätte gern mit Ihnen gesprochen. Einen Moment. Das ist Haus Friedensbruch. Wir werden die Aktion für Sie beenden und den Platz räumen. Haben Sie mit den jungen Leuten gesprochen, bevor Sie sie abführen lassen? Das hat doch keinen Sinn. Es sind Fanatiker. Warten Sie. Wollt ihr es wirklich auf eine Konfrontation ankommen lassen? Wir nehmen nur unser Recht auf Meinungsfreiheit wahr. Ja. Wir werden uns schon wehren. Vielleicht setzen wir uns in Ruhe zusammen und diskutieren über das, was ihr da schreibt. Und? Was soll denn dabei rauskommen? Ihr Chef hat doch eh kein Interesse. Ja, der hat uns doch gleich die Polizei auf den Hals gehetzt. Ja, genau. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Polizei greift ein oder ihr rückt freiwillig ab. Also, was ist? Ich kann mit meinem Direktor reden. Er ist bestimmt bereit für ein vernünftiges Gespräch. Wenn er den Mumm dazu hat? Ich habe Ihnen gesagt, Sie würden sich Ihre Argumente anhören. Und was sollen das für Argumente sein? Das ist doch Unfug. Das bringt doch nichts. Die stehen doch morgen wieder da. Sie wollten mit mir sprechen? Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Uns fällt schon was Besseres ein. Auf die Art überzeugt man seine Kritiker jedenfalls nicht. Worum geht es denn nun eigentlich? Es geht um unsere Elefantenkuh Don Chung. Sie wissen, sie hat Durchblutungsstörungen und mittlerweile hat sich im rechten Bein ein Geschwür gebildet. Das geht doch schon eine ganze Weile so, oder? Die Entzündung lässt sich nicht eindämmen. Bislang haben alle Medikamente versagt und ich fürchte, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir sie verlieren. Nun, wenn kein Wunder passiert, schon sehr bald. Können Sie das nicht operieren? Ein Geschwür kann man doch entfernen. Selbst wenn ich die Entzündung herausschneide, die Ursache behebe ich damit nicht. Und die Gefahr einer Neuinfektion ist extrem hoch. Zumal bei einem Tier in ihrem Alter die Wundheilung ewig dauert. Und was ist die Alternative? Don Chung mit Medikamenten bombardieren, obwohl keins bisher angeschlagen hat? Einen letzten Versuch würde ich schon gerne machen. Besser wäre es natürlich, wir kriegen sie dazu, sich selbst wieder zu bewegen. Das ist die einzige Chance, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Keine Experimente mehr. Operieren Sie, Don Chung. Ich operiere, wenn ich es für nötig halte. Aber vorerst wollte ich Sie nur davon in Kenntnis setzen. Ach, Mensch, meine Dicke. Wie willst du denn da abnehmen? Ich verstehe dich ja, aber so wird das nix. Professor, fleißig bei der Arbeit? Tja, die nimmt einem leider keiner ab. Aber sie hält ja noch ein wenig jung. Sag Frau Marschke. Sagen Sie, ob Sie mal nach meinem Rasenmäher gucken könnten? Der funktioniert nicht. Und ich verstehe nichts von Technik. Kleinen Moment. Ihr Baum sieht aber gar nicht gut aus. Ja, Sie sagen es. Na? Ihre Frau sieht man in letzter Zeit ja auch kaum noch. Sie studiert an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Ach, na, das ist ja mutig. Sie kennen ja meine Charlotte. Bei Ihnen ist die Frau nicht da, bei mir ist es umgekehrt. Da steht das gute Stück. Und Sie kommen damit klar, dass Ihre Frau Sie so oft allein lässt? Ich habe ja meinen Garten. Und
nette Nachbarn. Ich finde es sehr schön, wie Sie Ihre Frau unterstützen. Soll ich uns einen Kaffee machen? Sehr gern. Und Frau Maschke, beim nächsten Mal müssen Sie einfach nur den Benzinhahn öffnen. Gestreifte Korken, und zwar massiv. Trotz der Antibiotika. Was hat Dr. Fährmann gesagt? Dass ich Don Chung operieren sollte. Ich halte das für zwecklos. Sie wollen also seine Anweisungen nicht befolgen? Ich habe hier die Verantwortung, nicht Dr. Fährmann. Aber Sie haben es doch schon mit allen Mitteln versucht. Spray, Salbe, Penicillin. Eine Operation wäre doch viel konsequenter. Natürlich kann ich mich täuschen, aber meine Intuition sagt mir, dass eine Operation falsch wäre. Ich habe keine Argumente für meine Intuition, aber bisher war sie ein guter Ratgeber. Ich kenne Don Chung schon seit Jahren. Ich weiß, was ich ihr zumuten kann und was nicht. Also noch ein Versuch. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Ich suche Charlotte Baumgart. Charlotte, Malerei, die ist oben im Mahlsaal. Ach, Georg, komm doch rein. Sehr nett, dass du mich abholst. Das ist mein Mann, das ist Steven. Er steht für mich Modell. Besser gesagt, er liegt. Hi. Tag. Dauert es noch lange? Nein, nein. Ich denke, wir machen morgen weiter. Okay. Und, was hast du so den ganzen Tag getrieben? Ich war drüben bei Frau Maschke. Ich habe mit ihr einen Kaffee getrunken und mich sehr nett unterhalten. Ich glaube, ich habe Chancen bei ihr. Na, das ist ja gut. Brauche ich wenigstens keine Angst haben, dass du dich langweilst. Ciao, Steven. Ciao, Charlotte. Oh. Ciao. Seit wann sprichst du Italienisch? Oder redet man so unter Studenten? Schon mal. Wir wollen in den Semesterferien eine Studienreise nach Florenz machen, die Offizien ansehen. Fährt Radonis auch mit? Oh, Steven ist doch Modell. Außerdem ein sehr netter junger Mann, mit dem man sich zwischendurch angenehmst unterhalten kann. Genau wie du mit Frau Maschke. Dann ist mir noch meine neue Assistentin in den Rücken gefallen. Ich glaube, sie will bei Fährmann Eindruck machen. Sonst würde sie ihm nicht laufend nach dem Mund reden. Na, wahrscheinlich will sie Karriere machen. Ja, sieht so aus. Ein guter Stand beim Direktor kann dann nützlich sein. Was sagt denn Fährmann dazu? Das sieht nur ihre langen Beine. Haben Sie denn an einen speziellen Termin gedacht? Ein Wochenende wäre schön. Die sind natürlich immer sehr gefragt. Aber ja, hier wäre noch was. Am Samstag in einer Woche. Da ist jemand abgesprungen. Sowas passiert auch. Ein bisschen knapp. Und das steht nicht. Trauzeugen braucht man ja halt nicht mehr. Nur wenn Sie möchten. Hier hätten wir unseren großen Trauungsraum. Pardon? Mhm. Möchten Sie denn für die Trauung den großen Raum oder lieber den kleinen? Den kleinen. Wenn Sie sich bitte einigen könnten. Wir nehmen den großen. Der nächste freie Termin wäre dann aber erst wieder in 3 Monaten. Das ist wunderbar. Ja. Ja? Gut. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Einfach mein Prinz. Und deshalb möchte ich eine Märchenhochzeit. Du bist der beste Mann auf der Welt und alle sollen es sehen. Aber ich mag den Aufwand nicht. Tagelanges Vorbereiten, eine Riesentafel, 100 Leute, für die man überhaupt keine Zeit hat. So viele kennen wir doch gar nicht. Und von deiner Familie kommt sowieso keiner. Ich hatte schon mal eine Märchenhochzeit und die Ehe danach war eine Katastrophe. Bist du abergläubisch? Ich hätte es gerne nur ein bisschen kleiner. Ja, der große Saal ist ja eh nicht so groß.
hier seid ihr. Ach, ihr seid. Ich dachte, dein Vater kriegt mal wieder Damenbesuch. Damenbesuch? Seitdem die Nachbarschaft spitz gekriegt hat, dass ich studiere und tagsüber nicht im Hause bin, rennen ihm die Damen die Tür ein. Einmal, ein einziges Mal. Du musst in Zukunft besser auf deinen Mann aufpassen. Ja. Wenn dir einer aufpassen muss, dann wohl ich. Deine Mutter umgibt sich neuerdings mit nackten Jünglingen. Oh, mein lieber Mann ist eifersüchtig auf mein Aktmodell. Und rennt rum wie ein Teenager. Apropos, weißt du, wo ich ein schickes Brautkleid bekomme? Brautkleid? Und ein paar Gläser. Ihr wollt heiraten? Das ist eine Voraussetzung für die Adoption. Zumindest macht es alles ein bisschen einfacher. Ja, ein bisschen Liebe ist wohl auch dabei. Ganz viel sogar. Auf 18. Ich auf 32. Zeig mal. Du hast die Wurzel falsch berechnet. Oh, Mist. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ist gleich 9. Wir haben Mathe gemacht. Ah, und darüber ganz die Zeit vergessen, ne? Sag mal, gehst du jetzt eigentlich hier jeden Tag ein und aus? Ich hab die noch selbst hergeholt. Ja, ist ja gut. Frau Lenz. Frau Lenz Mertens. Frau Dr. Lenz, so viel Zeit muss sein. Na, in flagranti erwischt? Nein, Sie haben Hausaufgaben gemacht. Na, siehst du, völlig harmlos. Ja. Ich schreibe nächste Woche eine Klausur. Und da wollten wir nicht erst einen Tag vorher anfangen. Wir haben noch ganz schöne Lücken. Die werdet ihr schon schließen. Das glaube ich auch. Mathe ist schließlich ein Hauptfach. Ja, nicht gerade das Leichteste. Kann ich morgen wiederkommen? Ja, klar. Ich finde das toll, wenn ihr zusammen lernt. Ja. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht. Dann komm, Frau Lenz. Frau Dr. Das war's. Mehr gibt's nicht. Na gut, noch einen. So, jetzt ist Schluss. Rücksicht auf die Kranke. Verstanden?
ihr denn hier? Na, kommt mal her. Na, komm mal her. Ja, mein Lieber, gut. Willst du gar nicht lieber? Na, komm mal her. Na, komm. Ja, so ist gut, mein Lieber. Ganz lieber, ja. Na, komm. Komm, mein Lieber, komm. Komm her. Komm, mein Lieber. Ja, so ist gut. Keine Angst. Was ist denn hier los? Halt, stehen bleiben! Schaden haben sie Gott sei Dank nicht angerichtet, aber eines der Marabu-Männchen hat sich verletzt. Die wollten die Tiere aus dem Käfig lassen, aber anscheinend sind die Marabus dazwischen gegangen. Haben Sie die Einbrecher erkennen können? Es war viel zu dunkel und die waren vermummt. Aber so wie die gerannt sind, waren es eher junge Leute. Ja, dann ist doch wohl klar, wer das war. Die Flugblattverteiler. Und Sie wollten noch, dass ich mit denen rede. Ja, vielleicht wäre es dann nicht passiert. Das ist natürlich nicht zu entschuldigen. Danke jedenfalls, dass Sie Schlimmeres verhindert haben. Na, eigentlich haben wir das den Marabus zu verdanken. Ich werde den Wachdienst verstärken und auf jeden Fall Strafanzeige erstatten. Das war Einbruch und Sachbeschädigung. Aber wie wollen wir denen das beweisen? Wollen Sie nicht doch noch mal mit denen reden? Mir erschienen Sie ganz vernünftig. Wir können gerne tauschen, Frau Dr. Mertens. Ich verarzte den Marabu und Sie kümmern sich darum, dass die Schuldigen gefunden werden. Haben Sie inzwischen Don Chung operiert? Nein, habe ich nicht. Habe ich mich denn wirklich so missverständlich ausgedrückt? Selbstverständlich bereite ich die Operation vor, aber jetzt kümmere ich mich um den Patienten hier. Machen Sie das. Geh mal zu den Marabus. Also ich würde da nicht alleine reingehen. Warum nicht? Die Marabus sind in der Balzzeit. Da lassen die niemanden an sich ran. Deshalb haben sie auch die Eindringlinge so furchtlos in die Flucht geschlagen. Was machen wir jetzt? Ich sehe mir das jetzt mal genauer an. Aber Vorsicht, die hacken immer zuerst auf die Augen. Na, Bruno, Conny sagt, du wärst verletzt. Sieht nicht schlimm aus. Lass dich mal genauer ansehen, hm? Keine Angst, mein Schatz. Keine Angst, mein Schatz, lass dich ansehen. Ist gut, ist gut. Nee, das sieht ganz in Ordnung aus. Wir beobachten ihn eine Weile. Und die anderen? Alles okay. Gut, danke. Georg, bin da! Georg? Georg! Die Entzündung geht einfach nicht zurück. Es bleibt uns keine andere Wahl. Bereiten Sie schon mal den Flaschenzug und die Hängegurte vor. Wir können sie nicht hinlegen, sonst steht sie uns nicht wieder auf. Eigentlich bräuchten wir ein bisschen Zeit, dass sie sich daran gewöhnt, aber die haben wir nicht. Brauchen Sie irgendwelche besonderen Instrumente? Skalpelle in allen Größen, Betäubungsmittel und ja, wir betäuben sie auch noch lokal. Ich wollte nach unserem alten Mädchen sehen. Wie geht's ihr denn? Leider immer noch nicht besser. Wir werden sie jetzt operieren, auch wenn es noch so riskant ist. Darf ich zu ihr? Ja, ja, klar. Deshalb habe ich dich ja gebeten zu kommen. Halt ja durch, Don Chung. Habe keine Lust, mich von dir zu verabschieden. Und du siehst keine andere Möglichkeit? Wenn du mir verraten kannst, wie sie auf einem Schlag 300 Kilo verlieren kann, ohne sich zu bewegen? Rostkastanie soll gut für die Durchblutung sein. Ein altes Heilmittel, aber doch nicht für Dickhäuter. Don Chung hatte ein Lieblingsspiel, das war vor deiner Zeit. Besorg mir mal ein paar Wasserbälle.
Elefanten haben ein phänomenales Gedächtnis. Frau Sommer, holen Sie doch ein paar Wasserbälle. Gern. Bongard? Hallo, Steven. Nein, nein, du störst nicht. Ich arbeite gerade an deinem Bild. Was gibt's denn? Nein, red nur. Ich hab Zeit. Steven, tu nichts Unüberlegtes. Ja, ich komme jetzt gleich. In das kleine Café bei der Hochschule. Ja, und Steven, keine Dummheiten. Sie glauben nicht, dass ihr das wehtut? Ach was, sonst würde sie das doch nicht tun. Und wenn es nicht hilft, dann hatte sie wenigstens noch mal Spaß. Nein, das gibt's doch nicht. Toll. Danke. Frau Sommer, Sie haben doch auch so ein Flugblatt bekommen. Ich habe meins leider entsorgt. Brauchen Sie das als Beweismittel? Ich bin ganz Ihrer Meinung, gegen diese Chaoten muss man hart durchgreifen. Da ist Frau Dr. Merkel viel zu verständnisvoll. Naja, irgendwie hat sie vielleicht doch recht. Konfrontation macht es auch nicht besser. Ich habe vor, zu diesen Jugendlichen zu fahren, ehe sie noch mehr kriminellen Unsinn verzapfen. Vielleicht steht da irgendeine Adresse drauf. Sie nennen sich Freiwild, Meierstraße 11. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mitkomme? Wenn Sie wollen. Aber es kann ziemlich ungemütlich werden. Kommen Sie. Charlotte? Charlotte? Musst du noch mal weg, kann spät werden. Das muss es sein. Hier im nassen Zoo. Abschalte überall. Du, wir wollen uns nächste Woche mit den Freiburgern treffen. Ja. Ja, wegen der Orang-Utans und den Brandrodungen in Sumatra. Genau. Das musst du dir vorstellen, Alter. Es sind schon über 60% gerodet. Tag. Ich rufe mal an. Tag. Hey. Leute, wir haben Besuch. Was wollen Sie denn? Mit euch reden. Es geht um den Einbruch im Zoo. Was? Also muss ich euch wirklich erst anzeigen? Voll in die Unterstellung. Ich hatte gehofft, ihr kommt auch anders zur Vernunft. Falls ihr mich überhaupt ausreden lasst. Das wird doch wieder nur das übliche Gesülze. Ja, das kennen wir zur Genüge. Hey, jetzt hört doch mal zu, ihr Ignoranten. Okay, okay, was haben Sie uns denn zu erzählen? Dass wir im Grunde auf derselben Seite stehen. Und dass ich verstehe, dass ihr euch Gedanken macht. Ihr setzt euch für Tiere ein. Dasselbe machen wir. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr kommt zu uns in den Zoo. Und wenn ihr dann immer noch Zweifel an unserer Arbeit habt, verteilt weiter eure Flugblätter. Also, morgen um 3 am Haupteingang. Okay.
Also dann, bis morgen. Wenn die morgen nicht als Feiglinge dastehen wollen, dann müssen die einfach auftauchen. Ich bewundere ihre Geduld. Man muss eben den richtigen Tonfall treffen. Das haben sie. Ich glaube, das Wichtigste bei Jugendlichen ist, dass man sie begeistert. Das können sie. Wenn Sie das sagen. Sie sind ja auch nicht viel älter. Ja, ein bisschen schon. Jedenfalls vielen Dank für Ihre Hilfe. Das war doch selbstverständlich. Sagen Sie, haben Sie noch Lust auf ein Glas Wein? Oder warten Frau und Kinder auf Sie? Nein, und ich wüsste auch nicht, was ich mit dem angebrochenen Abend noch anfangen sollte. Jetzt kann die Frau vom Jugendamt kommen. Vielleicht ein bisschen zu aufgeräumt. Wir wissen ja nicht, worauf die achten. Ja, wir werden ja nicht nach unseren Tapeten bewertet oder ob wir den Müll trennen. Ein paar Äußerlichkeiten werden schon zählen. Sonst könnten sie sich den Besuch ja sparen. Die Hauptsache ist doch, dass dieses kleine Kind sich bei uns wohlfühlt. Unsere Kinder haben sich noch nicht beschwert. Denen sind wir höchstens zu uncool. Die Wäsche. Ah ja, die werde ich gerade nicht. Nein. Wollen wir denen beweisen, dass wir putzteufel sind oder ein tolles Paar? Ein tolles Paar? Ja. Rebecca lässt fragen, ob wir den Staubsauger haben können. Der steht gleich um die Ecke. Danke. Ein tüchtiger Helfer, dieser Lars. Den hat sie doch völlig um den Finger gewickelt. Mhm. Jetzt trinken wir ein schönes Glas Wein, das haben wir uns verdient. Kann ich dich jetzt wirklich allein lassen? Mhm. Dein Mann wartet sicher schon. Wenn du mich brauchst, ruf an. Versprochen. Bist eine tolle Frau, Charlotte. Warum lebt ein Mann wie Sie eigentlich allein? Gute Frage. Und Sie? Haben Sie keine Familie? Doch. Vater, Mutter, Geschwister. Kein Mann. Nein. Die meisten waren bis jetzt eine echte Enttäuschung. Aber ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Ganz sicher nicht. Ach, aber ich erwarte ein bisschen mehr vom Leben als nur ein Ehemann. Ich möchte beruflich Fuß fassen. Und ich möchte nicht ewig als Tierarzthelferin arbeiten. Macht Ihnen denn die Arbeit im Zoo keinen Spaß? Doch, sehr sogar. Aber ich habe Tiermedizin studiert. Und Frau Dr. Mertens behandelt mich immer noch wie eine Anfängerin. Ich muss mit Don Chung Fußball spielen. Fußball? Ich denke, Frau Dr. Mertens hat den Elefanten heute operiert. Sie wissen doch, wie sie ist. Sie wird es erst mal mit einer Bewegungstherapie versuchen. Ich hatte doch eine klare Anweisung gegeben. Ich bin ganz Ihrer Meinung, aber ich bin nur die Assistentin. Wissen Sie, was mir an Ihnen gefällt? Dass ich nicht ständig widerspreche. Scherz. Du hast also schon gegessen? Ich esse meist vor Mitternacht. Aber offenbar bist du ja an unserem Familienleben nicht mehr interessiert. Das Gleiche kann ich von dir auch sagen. Wo warst du zum Beispiel heute Nachmittag? Im Zoo? Ja, bei Don Chung. Und? Hat sie dich wiedererkannt? Ja, denke schon. Und wo warst du? Steven hatte mich angerufen. Seine Freundin hat ihn verlassen. Ich musste ihm erst mal Trost und Beistand spenden. Hat aber ziemlich lange gedauert. Ich muss ihn erst mal aufbauen und ein paar Tipps geben, wie er sie wieder zurückerobern kann. Ach nee. Kannst du mir die vielleicht auch mal verraten? Ja. Sehr charmant, aufmerksam. Glaube ihr, höre ihr zu, bring sie zum Lachen und helfe ihr aus den Schuhen.
musst du dir auch diese Schüchchen kaufen. Ja, weil sie schick sind, was glaubst du denn? So, jetzt massieren. Die Füße? Und wie kommen Sie jetzt nach Hause? Im Taxi natürlich. Ich glaube, da vorne kommt eins. Taxi? Vielen Dank für den schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Na, einverstanden. Sieht toll aus. Ich mach auf. Ich komm sofort. Guten Tag. Tag. Sie haben doch meinen Brief bekommen. Ja, ja, alles gut. Kommen Sie wieder rein. Möchten Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Ich möchte mir nur einen Überblick verschaffen. Ja, dann fangen wir doch da an. Das ist die Küche. Rebecca, aufwachen. Lars, was machst du denn hier? Es war gestern schon so spät. Ist das ein Grund? Zieht euch sofort an und du verschwindest unauffällig. Beeilt euch! Und da hinten hätten wir noch das Arbeitszimmer. Vielen Dank, aber ich möchte wirklich nur die Kinderzimmer sehen. Manche Eltern meinen ja, eine Kammer sei ausreichend für die Kinder. Hauptsache steht ein Fernseher drin. Ach, guten Tag, Frau Mertens. Guten Tag, freut mich sehr. Ich wollte nur einen Blick in Ihre Kinderzimmer werfen. Ja, ist selbstverständlich. Wir haben nur geschmust. Sind das Ihre Kinder? Nicht ganz. Das ist Lars, Rebeccas Freund. Ich denke, wir unterbrechen den Besuch jetzt besser. Wir haben hier ein Problem. Es ist nämlich das erste Mal, dass ein junger Mann bei unserer Tochter übernachtet. Das sollten wir vielleicht lieber mit ihr alleine besprechen. In aller Ruhe. Vielleicht machen wir einfach einen neuen Termin? Entschuldigung. Das wird nicht nötig sein. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kinder. Es ist echt nichts passiert. Wirklich nicht. Jetzt haben wir einen ganz tollen Eindruck gemacht. Ja, geh doch einfach schon mal vor. Bis nachher. Ja, ciao. Nur geschmust. Naja, ich hätte schon mehr gewollt. Aha. Aber Lars hat also seine Prinzipien. Ja klar, die Prinzipien kenne ich. In dem Alter war ich auch mal. Deck doch einfach schon mal den Tisch. Sie hätte schon mehr gewollt. Aha. Gott, die wird erwachsen, oder? Na? Sie haben wohl gedacht, wir kneifen. Ehrlich gesagt, ja. Na dann, freuen wir mal. Okay. Das sind unsere asiatischen Elefanten. Der Bulle mit den markanten Stoßzähnen, Mutter und Tochter. Die Kleine wurde hier bei uns geboren. Weiter geht's. Thank you.
Zum Beispiel da drüben die Säbelantilope. Die hat die Weltnaturschutzunion als in der Wildnis nicht mehr vorkommend eingestuft. Die letzten 3500 Tiere leben ausschließlich in Zoos. Unser Zoo unterstützt auch Tierparkprojekte in der dritten Welt. Wir schicken Berater dorthin, helfen beim Naturschutz. Das wäre doch auch eine Perspektive für euch. Oder habt ihr alle schon einen Ausbildungsplatz? Naja, könnte man ja mal drüber nachdenken. So langsam verstehen wir uns. Sowas kommt nie wieder vor, versprochen. Gut, dann verzichte ich auf eine Anzeige. Und ihr leistet 100 Stunden freiwillige Arbeit im Zoo. Was? 100 Stunden? 100 Stunden. Einverstanden? Musst du gar nicht in die Hochschule? Nein. Hab halt keine Vorlesung. Ich kann mich den ganzen Tag um dich kümmern. Und warum tust du es dann nicht? Stimmt, Frau Marschke. Guten Tag. Guten Tag. Das ist für Ihre Frau. Aha, danke schön. Bitte schön. Einen schönen Tag noch. Danke. Charlotte! Ja! Rote Rosen für die Dame. Für mich? Och, von Steven. Ich wollte mich nur bei dir bedanken für deinen Trost, Beistand und guten Rat. Wir sind wieder ein Paar. Och, schön. Hm? Ich wollte mich nur erkundigen, wie es Don Chung geht. Sehen Sie doch. Sie bewegt sich wieder und die Entzündung geht zurück. Sie haben also nicht operiert? Nein. Naja, der Erfolg heiligt die Mittel. Gute Idee übrigens mit dem Wasserball. Von meinem Vater. 40 Jahre Zoo-Erfahrung. Sagen Sie, Frau Dr. Mertens, könnten Sie sich vorstellen, dass sich Ihr Vater an einer kleinen Aufklärungskampagne beteiligt? Ich denke da an eine Publikation, besonders für junge Leute. Die sollen sich ein wirkliches Bild von unserer Arbeit machen. Ich habe schon davon gehört, Sie haben den Flugblattverteiler in den Zoo gezeigt. Ja, das sind durchaus aufgeschlossene junge Leute. Aber so etwas müsste natürlich unterhaltsam geschrieben werden. Und dazu fehlt mir leider die Zeit. Fragen Sie ihn doch selbst. Danke. Was wird es denn wohl gewesen sein mit unserer Adoption? Jetzt warte erst mal ab. Vielleicht können wir Sie ja überzeugen, noch einen zweiten Hausbesuch zu machen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ah, hallo. Kommen Sie rein. Sie können sich sicher vorstellen, weshalb ich Sie noch mal hierher bestellt habe. Der missglückte Hausbesuch. Sie haben einen tollen Eindruck auf Sie gemacht haben. Tja, die Situation war schon etwas eigenwillig. Aber ich fand es ungewöhnlich, wie Sie damit umgegangen sind. Wissen Sie, ich habe auch eine Tochter im Alter von Ihrer Rebecca. Und ich kann Ihnen nur versichern, bei uns wäre die Hölle los gewesen. Mein Mann wäre explodiert, ich hätte einen Nervenzusammenbruch bekommen und wir hätten bestimmt 3 Tage nicht mehr miteinander gesprochen. Ein Kind, das so ausgeglichene und verständnisvolle Eltern hat wie Sie, das kann man nur beglückwünschen. Ich werde Ihren Adoptionsantrag befürworten. Bitte, nehmen Sie Platz. Das stimmt so. Schatz. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren sofort zum Standesamt, bestellen das Aufgebot. Komm. Ja. Tschüss.